Lokativ, das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Prolet, dem Haarspray der Star. Na, Sommer. Es ist Donnerstag, hier ist Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker, hallo. Meine asoziale Friseusenfreundin Babsi ist ja nicht nur Friseuse, sondern auch Influencerin und hat sogar ein Schmink-Abi. Seht selbst. Wie siehst du denn aus? Oh. Warst du schon wieder live? Ich war 3 Tage live. Hast du geschlafen, Barbara? Nein, diese ganze Zeitverschiebung bringt mich um. Ich versuche zwar jetzt Follower in Amerika zu generieren, aber die ganze Zeitverschiebung killt mich echt mittlerweile. Und Dungeon-Restlichkeit, diese ganzen Challenges, ja? Eisbucket-Challenge, okay. Dann Dry-Pussy-Challenge, okay. Jetzt Plazenta-Challenge, okay. Aber irgendwann kann ich einfach nicht. Jetzt haben sie ja diese neue Challenge, Pressefreiheits-Challenge in Antalya. Ich verstehe es nicht mehr. Wie sollen die das posten? Es gibt doch gar keinen WLAN im Knast, oder? Schacker dich jetzt einfach mal ein bisschen runter und mach mir mal ein Abend-Make-up. Was ist denn los? Ich bin heute noch auf einer Veranstaltung eingeladen. Die Jenny Elvers, die macht eine kleine Housewarming-Party bei sich in der Betty Ford Klinik. Ist ein Event nur für Family and Friends. Aber ich bin natürlich eingeladen und da muss ich natürlich fantastisch aussehen. Okay, pass auf, ich hatte eine super Idee. Lass uns das doch mit einer kleinen Challenge verbinden. Ach ja? Nee, Barbara. Komm, nein, ich habe heute noch keinen Haul gepostet, ich habe keine What's in my bag. Oh, Jessica, diese Handwerker bringen mich um. Was für Handwerker? Ja, ich lasse mir doch gerade hier ein Beschneidungsstudio einbauen. Oh. Ja, aber das muss ja alles komplett gefugt und gekachelt sein, weil wenn da was irgendwas ins Grundwasser läuft, ist das ekelhafte Sauerei. Das stimmt. So für 150 Leute maximal kann ich da so kleine Feiern ausrichten. Ach, nicht nur mal einen kleinen Taster, wa? Na klar. Und was nebenbei. Aber auf jeden Fall habe ich da ganz, ganz tolles Werkzeug hier im Laden. Da können wir eine kleine Beauty-Make-up-Challenge machen, würde ich sagen. Ach nee. Mit Werkzeug. Barbara. Doch, Hashtag Two-Time, Hashtag DIY. Sag mal, trägst du Kunsthaar? Nee. Gut, okay, weil sah kurz so aus, aber nee, jetzt nicht so aus. Musst du dich irren. Ganz bisschen Produkt. Vorsicht, kann spritzen. Jetzt habe ich hier so einen schönen Sponge drauf gemacht. Da gehen wir einfach mal schön rein. Wie du siehst, der muss richtig schön Produkt drauf haben. Warte, lass mich in die Nase. Guck mal, da kannst du richtig schon erahnen, dass das schön wird. Auf das Doppelkinn. Du hast aber auch ein süßes Puppengesicht. Ich hole uns mal ein bisschen Puder. Gerne, Barbara. Ich glaube, das hat's nötig. Soll ja nicht fettig sein. Nee, soll ja nicht fettig sein. Guck mal, wie schön das Produkt auch aufnimmt. Und einfach hier drüber. Ist das angenehm? Nein. Aber schau mal, wie praktisch das ist. Lass mir noch mal ein bisschen deiner Kindheit ziehen. Hier musst du auch noch mal. Ja. Bisschen verblenden hier. Ja. Sonst gibt's Make-up-Ränder. Ja, ja. Unsere Contouring-Sprays. Da kannst du dir eine schöne Nuance aussuchen, die du gerne möchtest. Richtig Schuhcreme. Und jetzt am Haaransatz ganz lieb. Und hier unten am Hals. Das macht ein schönes, schmales Kinn. Vorsicht, ich bin jetzt am Haaransatz. Das ist wichtig. Immer hier wie so ein U. Also ich sehe gleich 5 Kilo leichter aus. Sag ich doch. Sehr pavianesk. So. Das ist der MB80, glaube ich, von MAC. Hab sie alles, was du willst. Schaut mal, da kann man ganz... Mach mal die Augen zu. Dreh dich mal ein Stück zu mir. Ich sehe das sonst nicht. Oh ja, das wird richtig schön Cat Eyes. Versuche ich auch gerne immer ein bisschen außen auslaufen zu lassen. Schönheitscreme, das macht so ein schönes Gesicht. Schau mal hier. Och, das liebe ich. Das ist mein selber designtes Contour Kit. Oh. Kann man aber auch als Lippen benutzen. Welche Farbe? Grün, Orange. Grün, heute. Grün. Ist heute so nach Grün. Ja, das ist auch eine schöne Farbe.
Und da müsst ihr jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, auch an den Haaren. Oh, Barbara! Lass mich dir noch ein ganz kurzes Finish geben hier an den Seiten. Ja, das ist es. Oh ja. Und ja. Ich wollte sagen, voila. Babsi, also danke. Bei dir will ich einfach in den Besten helfen. Danke. Gerne, schön. Meine Liebe. Du, das war meine kleine Make-up-Challenge, würde ich sagen. Ja, du hast mich überzeugt. Ja, viel Tschüss. Spaß beim Nachstylen. Eure Babsi. Wenn ich nicht gerade moderiere oder wahnsinnig gut aussehe, habe ich noch, um mich über Wasser halten zu können, einen wahnsinnig anstrengenden Job bei der unfreundlichsten Airline der Welt, Trans Airways. Ja, und da der BER ja noch ein paar Jahre braucht, bis der eröffnet, haben wir Saftschubsen noch viel mehr Stress als vorher. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin auf dem Flug vom Zentralflughafen Brandenburg-Ost zum BER. Wir sind gerade in Tegel gelandet. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir den Flughafen BER erreicht haben. Kostenloses Wi-Fi gibt es in der ersten Klasse, die jetzt abgehangen wird. Schade. Erfahrungsgemäß hat aber Frau Schulz aus der Rudower Straße einen kostenlos verfügbaren Hotspot. Das Passwort ist Oma6Milfstute-666-Bukake- sehr sicheres Passwort- wie komme ich aus dem Menü mit UE. Vielen Dank, dass Sie sich für Trans Airways entschieden haben und bye! Guten Tag, von den zugestiegenen Fahrgästen mal die Fahrkarten bitte. Was machen Sie denn hier? Ich bin ab Tegel zuständig für den Transfer zum BER. Ach so. Haben Sie Ihr Anschlussticket? Entschuldigen Sie bitte, ich arbeite hier. Dann brauchen Sie eine Mitarbeiterfahrkarte. Was machen Sie denn hier? Ich serviere Erfrischungen und sehe dabei wahnsinnig schön aus. Ich bin nämlich Flugbegleiterin und keine Zugbegleiterin. Ich bringe Essen zu unseren Kunden, dazu vielleicht sogar noch ein feuchtes Tuch. Sie bedienen die Leute am Platz? Ja, sicher. Ach, den ganzen Tag, ihr ganzes Leben? Ja. Oh Gott. Kleinen Moment, ich mache erstmal meine Durchsage. Ach, bitte schön. Nein, danke, ich habe meinen eigenen, viel schöneren Hörer. Guten Tag, meine Damen, Herren, Mischgeschlechter und Unpersonen. Herzlich willkommen auf der Transferfahrt von Berlin-Tegel zum neuen Bahnhof Berlin, BER Willy Brandt. Wir erreichen... Moment mal, Bahnhof fahren wir zum BER? Ja, natürlich. Wir von Trans Railways haben den BER übernommen und werden ihn zum größten Kopfbahnhof der Welt ausbauen. Oh Gott. Ja, der wird schon 2025 fertig sein. Oh. Und außerdem die größte IKEA-Filiale der Welt beherbergen. Oh, dann kann ich mir nachher noch einen Hotdog holen. Wir haben Berlin-Tegel mit einer kleinen Verzögerung von 43 Minuten verlassen. Grund hierfür waren Verzögerungen im Betriebsablauf. Ich musste noch meinen McDonalds-Gutschein einlösen. Ne? Man soll ja nicht während der Fahrt essen. Außerdem befanden sich Darmimitatoren auf der Landebahn. Die sind jetzt alle tot. Wir haben sie erwischt. Weiterhin möchte ich Sie auf den gastronomischen Service an Bord aufmerksam machen, den wir dann auch im Jahr 2025 einführen werden. Der Flugzugführer hat für Sie außerdem Heizdecken, Versicherung und Bestattungsverträge vorrätig, die Sie gerne bei ihm käuflich erwerben können. Bestattungen? Ja, die verscharren wir dann irgendwo. Süß! Heute werden wir am Gate 11 einfahren. Durch die IKEA-Möbelausstellung erreichen Sie dann in wenigen Stunden Ihre nächsten Anschlusszüge in alle Richtungen. Kriegen die nie. jetzt noch mal zurück zum Thema Service am Platz. Ja.
Was ist das bitte für ein verrückter Einfall? Entschuldigen Sie bitte mal, das machen wir schon immer so. Oh Gott, ist das nicht fürchterlich anstrengend? Ja, sicher. Aber das ist mir immer noch lieber, als wenn die ganzen Passagiere im Gang rumlungern. Außer, wenn sie mal aufs Klo müssen. Ich schließe die Klos vor Abflug immer ab. Das mache ich auch immer. Und Sie? Sie sind dann raus. Wie raus? Naja, freigestellt. Was? Aber was mache ich denn dann nur? Naja, wir würden Sie netterweise noch zur Kurfürstenstraße mitnehmen und da können Sie dann zur Balkanhure umschwimmen. Oh. Das Ganze zahlt sogar die Firma. Oh, oh. Und Sie können da den Service am Platz-Gedanken so richtig ausleben. Oh, oh, oh. Aber was wird denn dann aus den Schokoherzen, die ich immer an die Passagiere verteile? Die esse ich. Nom, 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 nom. Oh, 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 oh. Ja, ich bin schon wieder ganz moppelig. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für Sport. Letzte Woche war der Nacktsport ja nicht im Magazin. Ihr habt euch alle beschwert, wo ich mich auch frage, meine Güte, kennt ihr kein YouPorn? Aber gut, diese Woche ist er wieder da, der nackte Philipp. Und bitte. Die Kniebeuge ist eine sportliche Übung zur Kräftigung der Muskulatur, insbesondere der Oberschenkelmuskulatur. Auch andere Muskeln des Körpers, wie zum Beispiel Gesäßmuskel, Rücken- und Rumpfmuskulatur und die Wade, werden insbesondere beim Einsatz von Zusatzgewichten mittrainiert. Damit wirkt die Kniebeuge als eine sogenannte Muskelschlinge. Die Masse der beteiligten Muskulatur ist sehr groß. Entgegen der weit verbreiteten Meinung schädigt sie bei richtiger Ausführung nicht das Kniegelenk, sondern hilft durch Muskelaufbau, das Kniegelenk zu stabilisieren. Ja, und das war's auch schon wieder von mir. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert oder sogar in euren Netzwerken teilt. Liken muss aber auf jeden Fall drin sein. Und ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Bis dahin, bye!